Traurig, aber wahr. In kaum einer Branche wird mehr Etikettenschwindel betrieben als im Lebensmittelhandel. Auch wenn außen eine bunte Österreich-Fahne zu sehen ist, muss das noch lange nicht bedeuten, dass der Inhalt auch aus österreichischer Produktion stammt. Besonders betroffen von fragwürdigen Importen ist die Putenproduktion, deren Flaggschiff bekanntlich mit der Pöttelsdorfer Edelpute im Burgenland zu Hause ist. Landesrat Andreas Liegenfeld lobt, wo aber auch regionale Wertschöpfung eine große Rolle spielt, wo hochqualitative Verarbeitung hier in diesem Betrieb eine große Rolle spielt, dass hier also wirklich sehr gut gearbeitet wird. In etwa 4,5 Millionen Euro pro Jahr ist auch die regionale Wertschöpfung für die Putenaufzucht hier im Burgenland. Die Konsumenten sind natürlich verunsichert, denn nicht immer ist der Etikettenschwindel leicht erkennbar. Und dementsprechend ist es also ein großer Wunsch von Österreich, und das kann nur auf europäischer Ebene hier auch passieren, dass wir eben diese Herkunftsbezeichnungen noch genauer, noch nachvollziehbarer machen. Das ist auch Wunsch des Konsumenten. Landwirtschaftskammerpräsident Franz Stefan Hautzinger, Aufsichtsratschef der AMA, berichtet, dass immer mehr auch der Konsument eine echte Orientierungshilfe mit dem AMA-Gütesiegel auf unseren heimischen Produkten bei seinem Einkauf hat. Und das trifft natürlich für die Edelpute in sehr, sehr hohem Maße auch zu. Sinkende Umsätze durch Billigimporte gefährden natürlich die heimischen Produzenten. Werner Kraus, Produktionschef der Pöttelsdorfer Edelpute. Was zusätzlich noch gemacht werden müsste, wir haben, denke ich, in Österreich sehr viele Kontrollen, sehr viele Lebensmittelkontrollen, die sich auf alles Mögliche konzentrieren, ob nun da das eine Gramm in der Packung wirklich drin ist oder nicht drin ist. Das wird bestimmt 2 oder 3 Mal im Jahr kontrolliert. Aber dass sich Fremdprodukte unter österreichischer Flagge in der Packung befinden, das kontrolliert eigentlich kein Mensch. Auch die Geflügelwirtschaft des Burgenlands fordert: Was drin ist, muss auch draufstehen.